Eine letzte Frage. Michael Genner von Asyl in Not sagt, Irene Brickner zitiert ihn in ihrem Buch Schwarzbuch Menschenrechte, dass so, wie man heute mit den Flüchtlingen umgeht, indem sie in Schubhaftzentren und Kasernen eingepfercht werden, ohne Rechtsberatung, ohne Arbeitserlaubnis und so, wie die Abschiebung abläuft, all diese Dinge werden in Zukunft irgendwann einmal als Skandal aufgedeckt. So wie jetzt, wo man all die schrecklichen Zustände der Heimkinder während des Krieges und danach thematisiert. Es heißt in dem Buch von Irene Brickner, es dauerte Jahre, bis die Misshandlungserfahrungen ehemaliger Insassen, etwa des Heims am Wiener Wilhelminenberg, als inhuman und skandalös erkannt wurden. Wird es noch einmal 40 Jahre dauern, bis mit gleicher Empörung darüber diskutiert wird, wie hart man mit Flüchtlingen 2011 in Österreich umgegangen ist? Also das kann ich nur wirklich doppelt unterstreichen, weil das ist zum Beispiel auch ein Phänomen, also das macht alle betroffen, wie es damals jemand zugegangen ist. Und ich habe in meinem Bekanntenkreis selber eine Erzählung, wo zum Beispiel auch Operationen durchgeführt wurden, die nicht nötig war, eben weil das Kind halt damals, also das damalige Kind in einem Heim war. Also es hat wirklich schwere Übergriffe gegeben und jetzt frage ich mich eben, ob es nicht auch möglich ist. Und ich hoffe nicht, dass es 40 Jahre dauert, aber ich weiß, dass es genauso sein wird, weil jetzt schon sehr viele sich darüber maßlos aufregen, so wie ich, und es unmenschlich finden, wie mit Flüchtlingen umgegangen wird. Und ich hoffe, dass es eben nicht so lange dauert, und ich denke mir, weil ich kann das nur unterstreichen, also noch einmal, es ist genau das, was eben eine Zivilgesellschaft nicht tolerieren sollte, aber auch im Jetzt und nicht in der Vergangenheit. Was glauben Sie, wird das dann auch wieder heißen, wir haben ja nichts gewusst? Also ich kann dazu nur sagen, die Mehrheit wird das sagen. Ich sage das einmal ganz, wie es ist. Es wird sicher, also ich hoffe, dass ich so weit überzeugend bin, dass die Menschen, mit denen ich Kontakt habe und kommuniziere, das nicht sagen werden, aber ich weiß, die Mehrheit wird das sagen. Weil es jetzt immer weit wegschauen ist halt immer besser wie hinschauen, und es tut auch weniger weh, aber man sollte wirklich mehr hinschauen. Wir hören nun ein Interview mit dem Herrn Anton Higetsberger, ein Gründungsmitglied vom FC Saint-Papier, die Bunten, ein Fußballverein für Asylwerber. Wie gesagt, mein Name ist Higetsberger Anton, ich bin Gründungsmitglied vom FC Saint-Papier die Bunten. Das ist ein Fußballverein für Asylwerber, der sehr erfolgreich ist. Wir haben 2003 angefangen in der DSG, das ist die Diözesansportgemeinschaft, Fußball zu spielen als Reservemannschaft, und haben dann jedes Jahr die Meisterschaft gewonnen, sind 3 Jahre hintereinander Herbst- und Frühjahrsmeister geworden, haben von der Stadt Wien Ehrungen bekommen und Einladungen und alles, was halt so man erreichen kann, und haben uns dann entschlossen, da wir so erfolgreich sind, auch in der Wiener Fußballliga zu starten, und sind dort derzeit in der zweiten Klasse A beschäftigt und tätig. Und ich gebe das Interview deswegen heute, weil einer meiner Spieler eben davon betroffen war, von einer Abschiebung, und die haben mein Kollege, der Trainer, der Lorenz, und ich versucht zu verhindern, was zum Schluss dann leider nicht gelungen ist, aber die Umstände waren irgendwie, ja, als für einen Österreicher, ich habe das nicht gewusst, was da alles möglich ist und was da gibt. Also wie gesagt, es war im Jahr 2009, im September, da war gerade der Tag der offenen Tür bei der Staatsoper. Ich habe früher in der Staatsoper gearbeitet, und auf einmal um 10 Uhr am Abend mich der Lorenz, der Trainer, an und sagt, dass dieser Emanuel Peter
auf dem Weg zum Flughafen ist und er wird ins Flugzeug gesetzt und wird abgeschoben. Viertelstunde später haben wir uns getroffen, sind am Flughafen rausgefahren. Während der Fahrt hat seine Frau rausgesucht, welche Flugverbindungen es von Österreich nach Nigeria gibt. Wir haben dann den richtigen Flug rausgefunden, sind in Schwechat angekommen, sind dann dort zu dieser Abfertigungshalle hingegangen und der Schalter war leider geschlossen und wie ich den Beamten dort gefragt habe, ob wir raus dürfen oder ob er Auskunft gibt, hat er das sofort verweigert und hat uns gleich angedroht, wenn wir nicht den Flughafen verlassen, dann holt er die Polizei. Da ich mit solchen Situationen schon öfters konfrontiert war, habe ich mich irgendwie nicht einschüchtern lassen und auf einmal sind 5 Polizisten daherkommen. In der Zwischenzeit habe aber ich herausgefunden, wer für diese Abschiebung verantwortlich war, welcher Oberst dafür zuständig war und wie ich diesen 5 Polizisten gesagt habe, dass ich gerade den Oberst am Telefon habe und mit ihm verhandle, auf einmal so einschüchternd sie zuerst vorgegangen sind, auf einmal haben sie sich dezent von mir entfernt und haben sich im Hintergrund gehalten und ich konnte die Verhandlungen mit dem Herrn Oberst weiterführen und dann so gegangen, dass ich versucht habe, den Polizisten davon zu überzeugen, dass diese Abschiebung illegal ist, weil kein Heimreisezertifikat für den Emanuel Peter vorgelegen ist. Und ich habe gesagt, wenn Sie mir beweisen können, dass Sie das haben, dann bin ich derjenige, der ihn selbst noch ins Flugzeug bringt, weil dann ist alles legal und dann kann man sozusagen nichts machen. Er hat sich nicht bereit erklärt dazu und nach längerer Verhandlung. Und es ist dann so gewesen, dass auf der Anzeigetafel der Flug offiziell verschwunden ist, so als Zeichen, er ist schon abgeflogen. Und ich habe aber instinktiv gefühlt, dass das noch nicht so weit ist. Und habe mir überlegt, was man noch tun könnte. Und da ist mir die Idee gekommen, ich muss mich mit dem Herrn in Verbindung oder der Dame in Verbindung setzen, die für die Starterlaubnis zuständig ist im Tower in Wien. Und habe dann über den Flughafen, die waren so nett und haben mir die Telefonnummer gegeben. Und ich habe mich dann in Verbindung gesetzt mit dem Herrn. Und der war wirklich einfach ein toller Mensch, muss ich dazu sagen. Weil er hat mir geglaubt, dass das eine illegale Abschiebung ist. Und er hat es dann geschafft, dass er das Flugzeug auf Seitenpiste einfach warten lässt. Und ich habe dann mit der Polizei weiter verhandelt. Und nach gewisser Zeit hat er mich zurückgerufen und hat gesagt, ob es schon eine Entscheidung gibt, weil er kann das nicht mehr länger zurückhalten. Das Innenministerium macht derartigen Druck, er soll unbedingt die Starterlaubnis geben und er kann es nicht mehr lange hinauszögern. Und nachdem ich noch einmal mit dem Oberst gesprochen habe und er gesagt, das geht leider nicht und dann ist vom Innenministerium, obwohl es schon vor noch Mitternacht war, ist da die Entscheidung gekommen, sozusagen, die hat mich overruled und der Emanuel Peter ist dann mit dem Flug 2 Stunden verspätet heute, aber dann doch nach Nigeria außer Landes gebracht worden. Für mich war es irgendwie frustrierend einerseits, aber auf der anderen Seite auch wieder schön, weil man gedacht hat, wenn man sich persönlich engagiert, dann war es sogar für mich möglich, einen Abschiebeflug sozusagen 2 Stunden aufzuhalten. Ich habe nie geglaubt, dass mir sowas gelingt. Und es hat zwar den Emanuel Peter nicht geholfen, aber man sieht, dass mit persönlichem Engagement die Polizei nicht immer alles machen kann, was sie sich so vorstellt und durchführen möchte. Und das bestärkt mich eigentlich, bei Saint-Papier überhaupt weiterzuarbeiten, wenn man sieht, dass man doch irgendwie zu einer Veränderung im Verhalten der Polizei, zu einem menschlicheren Umgang mit Flüchtlingen dazu beitragen kann.